Ahoi! Heute nehmen Chris und ich euch mit auf eine intensive Zweitagestour auf der Lippe. An den beiden Tagen haben wir etwas über 81 Kilometer zurückgelegt in zwei Etappen von ca. 40 Kilometern Länge. Das waren auf dem überwiegend sehr gemächlich dahintreibenden oder vor allem am zweiten Tag oft stehenden Fluss zwei Marathon-Etappen. Unser Ziel war es aber, den Lückenschluss zwischen Lippstadt und Lünen zu schaffen. Die Videos der Flussabschnitte davor und dahinter verlinke ich euch oben. Auch am Ende des Videos findet ihr nochmal entsprechende Hinweise. Wir starten unsere Tour an einem sonnigen Tag im Oktober, der sich wie Hochsommer anfühlt. Im Stadtpark in Lippstadt bei Flusskilometer 177. Dahin kommen wir vom Bahnhof durch die hübsche Innenstadt in ca. 15 Minuten. Wir haben wegen der Übernachtung im Zelt zwar viel Zeug dabei, aber auf dem Eklafoldi-Bootswagen lässt sich dieses recht bequem transportieren. Die große Wiese ist perfekt, um unsere Boote aufzubauen. Vom Einstieg aus paddeln wir noch ein paar hundert Meter flussaufwärts, um unsere heutige Tour genau dort zu starten, wo wir unsere Befahrung der oberen Lippe im März beendet hatten. Beim Abzweig zum WSC Lippstadt. Wieder zurück an unserem Ausgangspunkt halten wir uns rechts, um die nördliche Umflut durch Lippstadt zu erwischen. Auch hier gibt es zwar ein kleines Wehr, dieses ist aber mit einer perfekten Bootsgasse ausgestattet. Auf unserer vielleicht 2 Kilometer langen Fahrt durch die nördliche Umflut können wir erahnen, warum Lippstadt auch den Beinamen Westfälisches Venedig verpasst bekommen hat. Die nördliche Umflut ist nur einer von 3 Lippearmen, die durch die Stadt führen, aber auf jeden Fall der am besten befahrbare. Westlich der Innenstadt fließt die nördliche Umflut wieder in den Hauptstrom zurück. Jetzt geht es hinaus ins Grüne und die Lippe bekommt ihren typischen Charakter. Die Lippe ist praktisch über den gesamten Verlauf ein typischer Tieflandfluss mit sandiger oder lehmiger Sohle. Sie fließt als längster Fluss Nordrhein-Westfalens über 220 Kilometer Länge durch das östliche Westfalen und ein nördliches Ruhrgebiet entlang in Richtung Rhein. Da sie hier, wie so oft auf ihrem Verlauf, durch ein Naturschutzgebiet fließt, gelten befristete Befahrungsverbote sowie Uferbetretungsverbote. Insgesamt ist die Befahrung der Lippe an vielen Stellen relativ reguliert. Man sollte sich also vor einer Tour genau informieren. Die Kanua-App des DKV ist hierfür eine gute Quelle, ebenso der Jürmann Atlas Nummer 3. Auf den folgenden Kilometern schwankt die Fließgeschwindigkeit der Lippe zwischen 2 und 3 Stundenkilometern. Wir kommen also gut voran. Von Siedlungen bekommt man außer mal einem Kirchturm in der Ferne nichts mit. Die Dörfer halten sich vom Fluss eher fern und das ist auch gut so, weil die Lippe auch ganz gewaltig über die Ufer treten kann. Auch Brücken über den Fluss sind erstaunlich selten. Entsprechend abgestiegen fühlt man sich als Paddler. Bei Benninghausen erreichen wir bei Kilometer 167 ein altes Wehr, das aber dauerhaft geöffnet ist, sodass wir einfach hindurch paddeln können. Mit vielen Meandern und einer ständigen Abwechslung von noch begradigten und schon renaturierten Abschnitten zieht die Lippe bei herrlichem Wetter durch eine ländlich geprägte Landschaft Richtung Westen. Der erstaunlich abgeschieden wirkende Verlauf der Lippe macht uns klar, warum dieser schmale Fluss zu den deutschen Kanu-Klassikern gehört. Die Abgeschiedenheit großer Teile der mittleren Lippe hat aber auch praktische Nachteile. Es gibt wenig Versorgungsmöglichkeiten und ebenfalls nicht viele offizielle Übernachtungsstellen.
Nur wenige Kilometer weiter kommen wir bei Eichelborn an ein inzwischen abgebautes Wehr, das heute noch ein harmloser Schwall ist. Das Wehr an der Kessler Mühle bei Kilometer 155 lässt sich über eine ca. 200 Meter lange, schmale Bootsgasse rechts umfahren. Ja, wir fahren ein bisschen gegen die Zeit an. Jetzt ist schon bald 4:30. Wir haben noch knapp 13 Kilometer bis zum KV Aalen. Ja, es wird jetzt zwei Stunden, glaube ich, noch zu paddeln, um noch dahin zu kommen, weil sonst gibt es auch hier wenig Übernachtungsalternativen. Eine der Übernachtungsmöglichkeiten erreichen wir bei Üntrop, das sich schon frühzeitig durch seine markanten Kühltürme ankündigt. Das mit Steinkohle befeuerte ehemalige RWE-Kraftwerk wurde 2021 endgültig vom Netz genommen. Letztlich offenbar als Ergebnis des Ausstiegs aus dem Steinkohlebergbau, aber schon vorher hat es in dem Kraftwerk zum Teil erhebliche technische Probleme gegeben. Bevor wir allerdings den KV Aalen erreichen, müssen wir bei Kilometer 138 zum ersten und einzigen Mal am heutigen Tage umtragen. Wir fahren in den Schleusenkanal ein und steigen dann gleich links am Steg aus. Nach ca. 50 Metern erreichen wir aber schon wieder das Unterwasser und können einbooten. Bei der Umtragung lernen wir Felix kennen, der für 3 Tage die Lippe von Sande bis Hamm befährt. Kurz entschlossen entscheidet er sich dafür, ebenfalls auf dem Gelände des KV Aalen zu übernachten. Dort gibt es eine schöne Zeltwiese und wir haben uns hier telefonisch angekündigt. Beim KV Aalen werden wir sehr freundlich empfangen und verbringen auf der Zeltwiese eine ausgesprochen angenehme und für die Jahreszeit erstaunlich warme Nacht. Nach 41 Kilometern Paddelstrecke auf einem sehr gemächlich fließenden Fluss bin ich recht schaffen müde und schlafe wie ein Stein. Das ist auch gut so, weil wir wissen, dass der nächste Tag noch anstrengender werden wird. Das Wetter soll umschlagen und uns stehen bis zu unserem Ziel in Lünen weitere gut 40 Kilometer bevor. Über weite Strecken keiner oder fast keiner Strömung. Am nächsten Morgen versuchen wir früh loszukommen. Der Regen soll erst später am Tag kommen, aber es ist schon ziemlich windig und natürlich bläst uns der Westwind meistens genau ins Gesicht. Nach ein paar schönen Meanderschlingen erreichen wir bei Kilometer 127 das unfahrbare Wehr bei Schloss Hesen. Rechts entlang der alten Schleuse, die nicht mehr in Betrieb ist, umtragen wir für etwa 100 Meter. Ab hier begleitet nun der Datteln-Hamm-Kanal den Fluss. Aber auch die Lippe selbst wirkt hier um die Großstadt Hamm herum ziemlich kanalisiert. Da auch der Wind nun auffrischt, werden die nächsten Kilometer recht anstrengend. Fast schnurgerade geht es auf Hamm zu. Bei Kilometer 125 kommen wir zum großen Wehr an der Wasserverteilungsstelle Hamm. Schon 200 Meter vorher booten wir am Steg des Ruderclubs Hamm aus. Felix beendet seine Tour hier. Wir verabschieden uns. Chris und ich haben unsere Boote auf unsere Bootswägen geschnallt. Nun karren das Wehr über einen gut ausgebauten Fußweg für ca. 250 Meter
bevor wir im Unterwasser wieder einsetzen können. Jetzt wird es zäh, aber da müssen wir durch. Es folgen nun auf 6,6 Kilometern nur wenig durch leichte Bögen unterbrochene, kerzengerade Abschnitte, auf denen die Lippe völlig kanalisiert ist. Von der links von uns liegenden Stadt Hamm bekommen wir wenig mit. Nur die Industrieanlagen, Getreidespeicher und Verladestationen am Kanal können wir von der Lippe aus sehen. Ab und zu unterfahren wir auch Straßen- und Eisenbahnbrücken, die wenigstens ein bisschen Abwechslung bringen. Nun beginnt es auch noch zu regnen. Geduldig paddeln wir diesen langweiligen Abschnitt möglichst zügig ab. Mit den Kühltürmen des Kraftwerks Stockholm zeichnet sich das Ende dieser insgesamt über 8 Kilometer langen Durststrecke ab. Steinkohle wird hier seit 2019 nicht mehr verbrannt. Die beiden noch existierenden Gasblöcke befinden sich in der Kapazitätsreserve. Wir sind froh, dass die Lippe jetzt wieder zu meandern beginnt, auch wenn das Wasser immer noch nicht strömt. Im Schatten der mächtigen Kühltürme paddeln wir auf das Wehr Stockholm bei Flusskilometer 116,5 zu. Es gibt hier zwar keine schönen Stege zum Aus- und Einbooten, aber die kurze Umtragungsstrecke von kaum mehr als 50 Metern ist schnell bewältigt. Nach dem Wehr setzt vorübergehend eine sanfte Strömung ein, die aber nicht lange anhält. Ein paar Kilometer weiter geht es unter der Brücke der A1 hindurch. Ab hier gelten bis Lünen relativ strenge Befahrungsregelungen. Vom 4. Oktober bis zum 31. März darf die Lippe hier gar nicht befahren werden. In der übrigen Zeit dürfen täglich nur maximal 15 Boote aufs Wasser. Hierfür müssen die Boote über die Webseite des DKV bzw. Kanu NRW angemeldet werden. Einen Link zu dieser Webseite findet ihr in der Videobeschreibung. Das alte Schrägwehr bei Kilometer 110,5 könnte theoretisch befahren werden, aber dazu reicht heute der Wasserstand nicht aus. Ganz rechts können wir unsere Boote allerdings einigermaßen heruntertreideln. Das erspart uns eine unangenehme Umtragung über die steile und nach dem Regen matschige Böschung. Außerdem sparen wir so Zeit, die uns langsam knapp wird, wenn wir Lünen noch im Hellen erreichen wollen. Die nun folgenden 10 Kilometer bis zum Wehr in Lünen-Beckinghausen sind noch einmal ein Höhepunkt. Die Lippe zieht nun sehr einsam durch ein großes Naturschutzgebiet dahin. Von Land aus sind die Ufer hier kaum zu erreichen. Wir haben wieder eine ganz leichte, kaum wahrnehmbare, aber trotzdem konstante Strömung. Und nach einer kurzen Pause wird auch das Wetter plötzlich wieder besser. Im Abendlicht der tiefstehenden Sonne entwickelt dieser Flussabschnitt einen ganz eigenen Charme, der uns für den eher öden Abschnitt um Hamm herum voll und ganz entschädigt. Bei Kilometer 99 erreichen wir das Wehr in Beckinghausen. Hier setzen wir noch einmal kurz unsere Bootswegen ein. Damit ist das Wehr schnell umkarrt und wir können uns auf den Schlusssport begeben. Nur noch gut 3 Kilometer und ein paar Brücken, dann erreichen wir auch schon unseren Ausstieg an den Lippe-Kaskaden in Lünen. Hier sind wir vor gut 3 Jahren schon mal gestartet und die Lücke ist damit geschlossen. In dem letzten Licht des Tages bauen wir unsere Boote ab und machen uns dann auf den Weg zum Bahnhof Lünen, um zwar etwas erschöpft, aber mit einem guten Gefühl nach Hause zu fahren. Schaut euch gerne auch die anderen Lippe-Videos auf meinem Kanal an. Damit sage ich für heute Ciao, bis hoffentlich bald mal wieder, euer Tobo.